Schweizer Tage in Leipzig. Im Oktober wird im Rahmen des literarischen Herbstes auch eidgenössische Kultur nach Leipzig gebracht. Der Schweizer Impresario Beat Tognolo präsentierte am Mittwoch das Programm, das vom 18. bis 23. Oktober unter anderem in der LVZ-Kuppelhalle ausgerichtet wird. Höhepunkt wird dabei die Lesung von bisher unveröffentlichten Texten des Schriftstellers Max Frisch sein. Ich habe vom Max Frisch Archiv aus Zürich, aus der Universität Zürich, habe ich die unveröffentlichten Texte bekommen. Das heißt, dass auch ein spezieller Höhepunkt für Leipzig ist, dass da unveröffentlichte Texte von einem Weltliteraten gelesen werden von Michael Mendel. Und ich möchte einfach die Schweizer Kunstkultur hier in Leipzig oder hier in Sachsen auch ein bisschen näher bringen. Auch Texte einiger anderer prominenter Künstler aus der Eidgenossenschaft werden im Rahmen der Veranstaltung Inhalt von Lesungen sein. Zum Abschluss der Schweizer Tage wird die Kultur der rätoromanischen Sprachminderheit in Dichtung und Musik präsentiert. Der 15. Leipziger literarische Herbst steht unter dem Motto Deutschland und seine Nachbarn. Zahlreiche Schriftsteller und Literaten werden für das Festival überall in der Stadt zu Gesprächen und Lesungen einladen.